So, da sind wir mal wieder, ja, sag ich, zu einer neuen Folge Frag den Trends. Sag ich, heute habe ich mir mal professionelle Unterstützung geholt, ja. Sag ich, und zwar sind wir, sag ich, beim legendären Dr. Matthias Ritsch. Ja, sag ich, ihr werdet euch jetzt vielleicht denken, warum haut er so auf die Kacke? Ja, sag ich, das ist der beste Arzt, was Prävention im Wettkampfsport, Kraftsport angeht. Ja, sag ich, also nicht nur, dass er mir schon sehr, sehr oft geholfen hat, ja, in Form von OPs. Ja, sag ich, der Ritschi ist, glaube ich, der Arzt in Deutschland, der am meisten Praxis und Einblick hat. Ja, sag ich, was haben Kraftsportler für Verletzungen, ja. Sag ich, und das ist auch unser Thema heute. Sag ich, ich möchte mal, dass der Ritschi uns erklärt, ja, was sind die anfälligsten, für was sind Kraftsportler am anfälligsten von der Verletzungsgefahr, wie kann man sowas präventiv vermeiden, ja. Ja, sag ich, und wie ist seine, oder worin unterscheidet sich seine Behandlung? Ich gebe das mal weiter an den Matthias. Hallo, servus, ja, vielen Dank für die schöne Einladung und die netten einführenden Worte. Also wir müssen das, glaube ich, alles so ein bisschen trennen. Also jetzt mal Prävention, ein bisschen Therapie, und wir fangen einfach mal an, was unterscheidet einen Kraftsportler von einem anderen Menschen? Und da haben wir natürlich viele Patienten, und ein Kraftsportler hat zunächst erstmal das Interesse, dass er seinen Kraftsport weitermachen kann. Das unterscheidet ihn schon mal von allen anderen, aber das haben ja alle anderen Sportler letztendlich auch, ja, dass sie das Interesse daran haben, ihren Sport wieder zu machen. Dann ist es so, dass viele Verletzungen im Bereich des Trainings entstehen, viele Verletzungen aber auch eben vermeidbar sind durch ein vernünftiges Training. Und da ist erstaunlich, wie dünn der Boden ist, auf dem viele immer noch stehen, weil sie einfach gar nicht wissen. Sie trainieren 20 Jahre und glauben, hätten alles verstanden, aber so ist es halt dann doch nicht. Und auf vielen Seminaren haben wir gesehen, dass durch einfache Banalitäten dann doch einfach immer wieder ein Aha-Erlebnis bei den Athleten entsteht. Das häufigste Gelenk, was Probleme bereitet, ist eindeutig die Schulter. Die Schulter ist jetzt ein rein muskulär geführtes Gelenk, deswegen auch im Kraftsport eine ganz besondere Voraussetzung. Insbesondere wird es auch ganz besonders trainiert. Kein anderes Gelenk wird so belastet und so trainiert im Kraftsport wie die Schulter. Denken wir an Bankdrücken, an Latziehen. Egal was macht, egal auch wenn man eine Kniebeuge macht vernünftig, ist die Schulter mit drin. Und das wird auch gerne am besten bei jeder Trainingseinheit in irgendeiner Form wird die Schulter irgendwie gefordert. Und die Schulter hat halt, dadurch, dass es ein, sagen wir mal, sehr bewegliches Gelenk ist, ist sie auch anfällig. Je beweglicher, je anfälliger dann die rein muskuläre Führung. Auch wenn wir Muskeln trainieren, müssen wir doch gewisse Gesetzmäßigkeiten beachten. Da ist erstmal wichtig, dass man, die Schulter hat eine gewisse sichere Zone, in der sie sich wohlfühlt und in der man sie vernünftig trainieren kann. Und da muss man als erstes beachten, dass die Schulterblattebene vorgibt, wie man vernünftig trainiert. Die Schulterblattebene ist jetzt die Verlängerung meines Armes. Wenn man also den Arm einfach nach vorne hält, 30 Grad nach vorne neigt, dann ist man genau auf der Ebene der Schulterblattebene. Und dann ist es eine schon mal per se eine sichere Richtung. Das heißt also, alles, was ich hier in dieser Ebene tue, ob ich ziehe oder drücke, ist eine sichere Ebene. Das heißt also, alles, was man davon abweichen tut, nach hinten oder auch nach vorne, ist nicht mehr so sicher. Und dabei ist das nach vorne jetzt unerheblich, da trainiert keiner, aber nach hinten wird halt trainiert. Ja. Deswegen, wenn man sich jetzt eine Bewegung einfach anschaut, ich zeige es auch nochmal in die Kamera, das Nackendrücken hinterm Kopf, ja, erstmal, ich kann gar nicht weiter außen rotieren, jetzt lege ich mir ein schweres Gewicht hinein und trainiere quasi in dieser maximalen Dehnung des Gelenkes, da versuche ich zu trainieren. Erstmal ist das unphysiologisch und zum zweiten Mal ist es das, was letztendlich zu Verletzungen führt. Genauso wie das Latziehen so weit nach unten. Ja. Wobei es fürs Latziehen sogar noch eine Menge Untersuchungen gibt, die zeigen, dass gerade dieses Latziehen nach hier hinten gar nicht so effektiv ist wie das auf die Brust. Also ich kann ganz einfach, indem ich wandle, indem ich aus dieser maximalen Außenrotationsposition nach vorne gehe. Und dann sieht man jetzt schon, durch dieses nach vorne gehen, geht auch mein Arm nach vorne. Also die Schulterblattebene wandelt sich auch und ich ziehe einfach auf die Brust runter. Und dann bin ich wieder in der Schulterblattebene und bin auch aus dieser maximalen Außenrotationsposition raus. Dasselbe ist für das Nackendrücken, auch nur vor dem Kopf. Also wichtige Übungen sind schon mal, wichtige Übungen, die man lässt, ist Nackendrücken hinterm Kopf. Ja, eine wichtige Übung, die man lässt, ist,
das Latziehen in den Nacken. Also beides auf die Brust runter, beziehungsweise von der Brust weg. Das sind schon mal die Sachen, die man nicht tun sollte. Genauso wie, wenn man Butterfly macht oder wenn man Fliegende macht, dass man so weit nach unten geht. Dehnen ist wichtig, ja, klar. Das ist aber eine Kraftübung ist keine Dehnungsübung. Und man sollte beides auch nicht vermischen. Das heißt also, wenn wir eine Situation haben im Butterfly, wo man schon so reinklettert, dann kommt man aus dieser unphysiologischen, kein Mensch schiebt einen Schrank von hier hinten, sondern jeder wird einen Schrank von hier vorne schieben. Da ist die Kraft da und da wird auch trainiert. Hier hinten schreien nur alle Bewegungsrezeptoren Hallo und sagen, ich will das nicht. Wenn man es dann trotzdem tut, dann kann das auf Dauer nicht gut sein. Also auch das sind Übungen, die nicht gut sind, genau wie Überzüge, die zu weit nach hinten gezogen werden, ist immer dasselbe, die dann reingedehnt werden, sondern wichtig ist, dass es halt eine Kraftübung bleibt und dass man damit die Gesetzmäßigkeiten der Physiologie nicht außer Kraft setzt. Wer das tut, kann das tun, aber es wird immer in Verletzungen enden. Ja. Und da haben wir sehr, sehr viel Erfahrung, da haben wir über die Jahre auch extrem viel gelernt und am Anfang war ich immer erstaunt, dass mir von den alten Kraftsportlern, als ich angefangen habe vor 20 Jahren, mich damit intensiv zu beschäftigen, dass einer sagt, Nackendrücken hinterm Kopf mache ich schon ewig nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, warum? Und heute wissen wir auch einfach die medizinischen Hintergründe, warum man das nicht tun sollte. So, jetzt sind wir bei der einen Sache, die wir jetzt geklärt haben. Ja. Was sollte man nicht machen? Und jetzt gucken wir so ein bisschen hin, gucken nochmal an die Schulter an, was können wir denn tun, um die Situation vielleicht zu verbessern? Also einmal die Dinge weglassen, ist einmal wichtig. Das Zweite, was sicher wichtig ist, dass man Muskeln trainiert, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Die Schulter hat von Haus aus ein Ungleichgewicht zwischen relativ starken Innenrotatoren und relativ schwachen Außenrotatoren. Aber die Innenrotation ist die Bewegung, die wir im täglichen Leben immer haben. Egal was wir tun alles nach innen. Nur wenn wir was nach außen setzen, haben wir die Außenrotatoren drin. Innenrotatoren ist der Brustmuskel, der Latissimus, der Teres Major, Riesenmuskeln, die auch relativ weit unten am Oberarm ansetzen und dadurch dezentrierend, also nicht mehr zentrierend auf die Schulter wirken. Also das sind schon mal Muskeln, wenn man die trainiert, dann wird man immer für eine gewisse Richtung vorgeben. Man muss aber dafür sorgen, genau wie wenn man Rücken und Bauch, ich glaube, das ist inzwischen bei vielen angekommen, dass wenn du viel Rücken hast, dass du auch einen starken Bauch brauchst und genau wie umgekehrt, genauso ist es Quatsch, jetzt nur Sit-Ups zu trainieren und seinen Rücken überhaupt nicht mehr zu trainieren. Und genauso ist es an der Schulter, wo man also auch schon mal die Außenrotatoren trainieren muss. Und dann sind wir wieder so, man trainiert diese Außenrotatoren, die kann man im Kabelzug trainieren, die kann man mit einem Theraband oder mit so irgendeinem Band trainieren. Und dann ist wichtig, dass man die auch nicht hier außen trainiert, sondern das ist wieder die physiologische Bewegung, bis hier vor den Körper. So sieht diese Bewegung aus, genau wie man dann auch nochmal speziell nach innen trainieren kann. Ne? Also die Bewegung so nach außen, aber nicht weiter. Und wenn man jemanden hat, der sehr beweglich ist, der wird den Arm noch weiter nach außen drehen können. Dann kommt er fast hinten raus. Ja? So funktioniert es nicht. Also das ist die Übung, die dann auch sinnvoll ist, die man in jedes Schultertraining mit einflechten sollte. Und wichtig ist, was immer vernachlässigt wird, die großen Muskeln sind Innenrotatoren. Und wenn man jetzt den typischen Kraftsportler in einer Karikatur sieht, dann weiß jeder, der sieht immer so irgendwie aus. Ja? Und warum sieht er so aus? Das wird halt überspitzt formuliert, weil diese Innenrotatoren so stark geworden sind, dass sie die Schultern nach vorne ziehen. Weil das liegt aber nicht daran, dass man verkürzt ist oder dass das System mit sich bringt. Das ist falsch. Das ist eine Schwäche der Muskeln, die nach hinten ziehen, weil man die halt nicht vernünftig trainiert. Und da sind wir beim zweiten Problem, dass man nicht nur diese Rotatoren trainiert, die für eine Zentrierung des Oberarmkopfes in der Pfanne sorgen, sondern dass man vor allen Dingen auch die Muskulatur trainiert, die das Schulterblatt nach hinten zieht. Und da gibt es zum Beispiel Übungen, die sind optimal im Longpulli, da man muss halt nur ganz bewusst die Schulterblätter nach vorne schieben, Schulterblätter nach hinten ziehen. Als ob du einen Bleistift zwischen den Schulterblättern halten. Du ziehst die Schulterblätter nach hinten und das ist die Übung, die du machst und du machst sie auch bewusst verkehrt. Du gehst nicht in den Longpulli und ziehst, wie du es gewohnt bist, für den Latt, sondern du machst einen Rundrücken, ziehst nach vorne. Genauso wie wenn du einarmiges Rudern machst, dann geht das auch optimal, das Schulterblatt weit nach unten schieben und dann richtig wieder hochziehen. Also auch diese Übung wandeln, auch gar nicht im Kopf haben, ich will jetzt Latt trainieren. Nein, wir wollen diese Muskulatur zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule trainieren. Das sind die sogenannten Rhomboiden, die das halten und die das festmachen. Also das ist nochmal eine wichtige Einheit, die man mittrainieren sollte. Und das sind die beiden besten Übungen dafür. Longpulli
Dann Longpulli mit der Wandlung und halt das einarmige Rudern, das, was man dafür machen kann. Da muss man sich noch überlegen, wie viel jetzt über Kopf machen, wo sind da die Probleme in der Überkopfsituation, wie weit macht man Seitheben? Hast du irgendeine Idee, wie weit würdest du Seitheben machen? Seitheben mache ich grundsätzlich nur bis zur Waagerechten. Genau, ja. Alles über die Waagerechte ist scheiße. Ist das sinnvoll oder nicht? Nein, es macht auch gar keinen Sinn, weil man will den lateralen, also den äußeren Delta trainieren. Ja. Und dann reicht das völlig aus. Und auch das machen wir wieder in dieser Schulterblattebene. Also nicht so, sondern wieder 30 Grad nach vorne in dieser Ebene. So ist Seitheben die Übung, womit man dann die äußeren Anteile vom Delta vernünftig trainiert. Wenn du höher trainierst, dann kann man das auch machen, das kannst du im Kabel machen, aber dann ist es dieser Sägezahnmuskel, der Serratus anterior, der dann damit vernünftig trainiert wird. Also dann gehst du in den Kabel, machst diese Kabelcross umgekehrt, nicht für die Brust, sondern dann kannst du dir wunderschön, das haben ja viele Fitnessathleten, die diesen Sägezahnmuskel gut finden, der bewegt quasi den Arm über die Schulterblattebene, also über die Horizontale hinaus. Das geschieht nur durch eine Kippung des Schulterblatts. Also wenn man den Delta trainiert, das ist völliger Quatsch, es höher zu ziehen, weil dort nur noch das Schulterblatt gekippt wird. Man trainiert gar nicht mehr den Delta. Also das sind auch alles Übungen, die einfach letztendlich wichtig sind. Genauso wie, dass man vernünftiges Schuhwerk hat, wenn man ein Beintraining macht, ja, dass man flache Schuhe hat, ja, dass man keine Jogging-Schuhe hat, das sind Schuhe zum Joggen, die eine gewisse Dämpfung haben, das brauchen wir im Kraftraum nicht. Ja. Wir brauchen einen flachen, vernünftigen Schuh, denken wir nur an die Kraft-3-Kämpfer, die ihr Kreuzheben mit Ballettschuhen einfach machen. Ja. Also so gehört es, dass du einen vernünftigen Schuh hast, dann wird immer wieder die Tiefe, wie tief mache ich jetzt so eine Kniebeuge? Wie sinnvoll ist das? Brauchen wir die Tiefe oder reichen uns halbe Kniebeugen? Die Leichtathleten zum Beispiel, die trainieren nur eine Viertelkniebeuge. Aber das ist für ihre Bewegung halt wichtig, für ihre Sprungkraft. Und dann sind teilweise junge Mädels, die da 150 Kilo, mit 150 Kilo, man glaubt das gar nicht. Und dann aber hochexplosiv. Muss man aber sagen, aber die wollen etwas anderes. Denen geht es ja nicht um eine ausgereifte Muskulatur, sondern um ganz bestimmte Bewegungsabläufe, die sie damit trainieren wollen. Wenn man das jetzt vernünftig machen will, dann braucht man keine Angst um die Tiefe haben. Die Tiefe, man kann locker unter 90 Grad gehen. Ja. Das macht überhaupt gar nichts, weil in der Kniescheibenrückfläche immer andere Flächen beansprucht werden. Und wenn man sagen würde, dass das ganz Tiefe ist unheimlich schädlich, dann hätten alle einen Verschleiß an der Kniescheibe, da wo die Kniescheibe, die Rückfläche von der Oberschenkelrolle in der Tiefe berührt. Das tut sie aber nicht. Also da ist nicht mehr Verschleiß. Deswegen ist eine dynamische Bewegung und gerade dieser 90-Grad-Punkt, der für viele magisch ist, da ist gerade, das ist ja häufig die höchste Belastung. Ja. Deswegen also tiefer gehen, so wie man es einfach von einer Wettkampfkniebeuge zum Beispiel kennt, man kann locker tiefer gehen. Und wenn ihr das gerade Schwierigkeiten macht, dann gehst du eben nicht so tief. Ja. Und dann kommt es auch immer darauf an, was du trainieren willst. Wenn du jetzt schwere Kniebeugen immer machst, dann wirst du so ein Birnenbein kriegen, weil einfach da viel vor allen Dingen in die Innenschenkel geht. Ja, und je breiter du gehst, geht noch mehr in die Innenschenkel. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, nur den Vastus medialis, also nur den inneren Kopf hier ansprechen willst, dann bleibst du mehr im streckennahen Bereich. Ja. Dann reichen auch solche Viertelkniebeugen unter Umständen. Also man muss immer gucken, was man wie will. Aus orthopädischer Sicht oder auch aus einem Sicht von einem vernünftigen Training ist es auch nicht so, dass man solche Übungen meiden soll. Dass man also sagt, wir machen ein reines Maschinentraining, da kann uns nichts passieren. Ich glaube, das hat auch inzwischen die Medizin begriffen und auch die Trainingstherapie begriffen, dass das gerade verkehrt ist. Ja. Wir wollen ja nicht nur Kraft trainieren, wir wollen eine bessere Koordination haben. Und es ist nun mal, wenn man Flachbankdrücken mit einer Kurzhantel macht, ist das anspruchsvoller, weil man einfach diese Hilfsmuskeln braucht, auch wenn man sagt, ich will die ja eigentlich gar nicht trainieren, aber es ist die sinnvollere Übung, weil man halt gleichzeitig eine gute Koordination dafür mitbringt. Also wenn du jetzt in der Maschine bist und dort streng nur in eine Richtung gibst und du hast da die Möglichkeiten, entweder mit einer Langhantel, die nicht in der Maschine ist, oder mit einer Kurzhantel gar, kannst du immer mit Mikrobewegungen irgendwelchen Schmerzen für dich die optimale Bewegung finden, ja, was du mit den anderen einfach nicht findest. Ja. So, jetzt haben wir schon wieder viel erzählt. So, das sind so die groben Sachen, die man im Training einfach beherzigen sollte. Und dann wird man mit so einem Training auch alt werden. Inzwischen gibt es genug, die 30, 40 Jahre Training und wirklich hartes Training auf dem Buckel haben, die
Wenn ich immer nur an Thomas Scheu denke, ist so ein Paradebeispiel, der im Hochleistungswettkampfsport über Jahrzehnte Weltspitze ist und sich noch nie eine ernsthafte Verletzung zugezogen hat und auch noch nie ernsthafte orthopädische Probleme hatte. Also das ist wirklich, wenn man diese Prinzipien vernünftig umsetzt, dann sind wir lange nicht so verletzungsgefährdet wie in vielen, vielen anderen Sportarten. Eine Gegenfrage. Ja, wenn das so ist, ich habe das alles beherzigt, warum habe ich mir so viele Muskeln abgerissen? Weil du es nicht beherzigt hast? Doch. Glaubt ihr das? Ich glaube es nicht. Also, du steckst halt schon, letztendlich wissen wir über diese Muskelabrisse, da sehen wir ja relativ viel, das ist ja auch eins meiner Haupthobbys, diese Sachen dann wieder heile zu machen. Es ist halt schon so, dass es scheinbar einen gewissen genetischen Stempel kriegt, dass eine öfter einfach was reißt. Wir wissen von Athleten, die sich den Quadrizeps reißen und die Brust reißen und den Bizeps und den Trizeps und das am besten vielleicht auch noch beidseitig. Ja? Also es gibt gewissen genetischen Stempel. Einige werden nie so einen Muskelriss kriegen, einige kriegen das in jungen Jahren, andere in späten Jahren, das kann man nie genau sagen. Es hat halt immer was mit Belastbarkeit und Belastung in dem Moment zu tun. Viele merken gar nicht, dass es auf einmal, man nimmt ein normales Trainingsgewicht, ist gut aufgewärmt, es stimmt eigentlich alles und auf einmal gibt es einen Schmerz an der Brust. Wichtig ist, dass man dann das Richtige tut, dass man vor allen Dingen das Training in dem Moment sofort sein lässt. Dass man nicht denkt, oh, ich kann noch in moderat weiter trainieren oder ach, jetzt schmerzt mir gerade die Brust, dann könnte ich noch mal ein bisschen Beine trainieren. Da bin ich aber nicht dran schuld gewesen. Nach Frau Dr. Herget, also. Ja, ich bin zu Frau Dr. Herget gegangen, nachdem ich mir bei 200 Kilo auf der Schrägbank die Brust angerissen habe. Ja. Dann habe ich gesagt, ich habe einen Brustmuskelriss. Dann hat die Frau Dr. Herget gesagt, die schweren Übungen sind ja fertig, also muss der eh nur noch Butterfly machen. Ja, aber sie hat dich immerhin dann zu mir gebracht. Aber erst am nächsten Tag. Also, ja, aber nachdem ich gekommen bin und hier blau war und gesagt habe, das ist ein Brustmuskelriss, dann hat sie mich gefragt, was musst du heute trainieren? Dann habe ich gesagt, Beine. Sag, wozu brauchst du dann deine Brust? Ja. Dann habe ich also das Beintraining gemacht, ja. Dass ich am nächsten Tag darauf, also zwei Tage danach, bin ich ins Training gekommen, war blau von hier bis hier. Und dann hat sie gesagt, ich habe schon einen Termin beim Ritchie. Na guck, siehst du. Also, da warst du irgendwie nicht glaubwürdig in dem Moment wahrscheinlich. Ja. Also man muss für sich selber einfach, man merkt das, was passiert ist. Dann ist immer der übliche Weg, dass man in eine Ambulanz geht, da sitzt irgendein Assistenzarzt, der schon staunt, wenn er überhaupt mal drei Muskeln sieht, weil er ja Läufer oder Triathlet oder sonst was auch immer ist, da ist also schon mal wenig Verständnis da, das darf man auch einfach nicht voraussetzen für unseren Sport und da muss man auch nicht glauben, dass man dort eine kompetente Antwort für irgendwas bekommt und vieles sieht im ersten Moment auch nicht so aus, wie es wirklich scheint. Wenn man als Athlet merkt, da ist was eingerissen, es hat ein Geräusch wie bei einer alten Jeans beim Zerreißen gemacht, es hat da irgend so ein Surren in mir gegeben, das ist das, was mir die Athleten sagen. Dann ist auch immer was passiert. Und da muss man halt versuchen, den richtigen Doktor rauszukriegen, im schlimmsten Fall entweder hier nach Arolsen oder auch nach Rosenheim zu kommen, dass man einfach nur eine vernünftige Meinung zu diesem Thema bekommt. Ja. Gibt da keine Alternative dazu? Das weiß ich nicht, aber es wird auch sicher Alternativen geben. Es können auch andere, können auch vernünftig diese Muskelverletzung behandeln. Aber es ist halt das Häufigste, was wir sehen. Und das ist auch eine Sache, die einfach in einer gewissen, sagen wir mal, wenn man die operative Therapie im Fokus hat, eine gewisse, sagen wir mal, Geschwindigkeit braucht. Das kann man, die Versorgungen sind innerhalb der ersten 10 Tage deutlich besser zu machen als hinterher. Und es ist auch, sagen wir mal, vom Ergebnis deutlich besser, das innerhalb der ersten 10 Tage zu machen als hinterher. Die meisten kommen leider immer zu spät und auf keinen Fall sollte man auf irgendeinen Kernspintermin warten. Wenn man sich als Athlet sicher ist, dass was passiert ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann ist auch was passiert. Und es ist immer mehr passiert, als es nach außen zu sein scheint. Und die meisten Kraftathleten sind so sensibel mit ihrem Körper, die wissen das. Die wissen das, was passiert ist. Und dann häufig, jeder Orthopäde hat in der Praxis einen Ultraschall. Ich kann mit dem Ultraschall viel, viel mehr sehen, als mir jedes Kernspin zeigen kann. Und es sind einfach gewisse, sagen wir mal, Blickdiagnosen. Die Leute sind immer verwundert, wenn sie zu mir kommen und ich sage, er ist kaputt. Ich brauche da auch nicht zweimal hingucken, weil ich sehe, wenn der Bizeps, ich habe jetzt nicht so einen dicken Arm wie viele andere, wenn der nicht mehr so mitdreht, wie er das hier tut, das kann, glaube ich, jetzt jeder auch in der Kamera sehen, ja, dann ist da was kaputt gegangen. Auch wenn der vielleicht noch so hängt, aber wenn das nicht mehr funktioniert, diese Drehfunktion, dann ist irgendwas kaputt gegangen. Genau wie an der Brust, wenn ich mich hinstelle vor dem Spiegel, das kann jeder für sich selber probieren, den Arm hebe
Und es ist nicht die Kontur der Brust hier auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Dann ist auch was kaputt gegangen. Und dann ist auch immer mehr kaputt gegangen, als man denkt. Das sind alles OP-Indikationen, wo man dann sich sputen sollte und nicht seine Zeit in irgendeinem Kernspin vertun sollte. Wenn jetzt so smarter Boy wie du in so einen Kernspin geht, ich weiß nicht, wer von euch schon mal so einen Kernspin gesehen hat, das ist so eine relativ enge Röhre. Und der liegt dann so da drin. Und dann ist es so, das, was man diagnostizieren will, den Riss dieses Brustmuskels, das wird man gar nicht diagnostizieren können, weil A ist ein unerfahrener Radiologe in aller Regel da, der so eine Verletzung noch nie gesehen hat. Und du zeigst es natürlich auch nicht richtig, weil alles zusammengeschoben ist. Und wenn ich dann mit dem Ultraschall komme in der Praxis und einfach nur den Arm nach außen nehme, was unter Umständen schmerzhaft ist, aber man sieht sofort, dass sich es auseinanderzieht und dass es nicht mehr korrekt heil ist. Also das sind so für sich selber, wenn was passiert, aufhören mit dem Training, Eis drauf, kein Aspirin nehmen, das sind immer die großen Einblutungen, die wir sehen, immer unter Aspirin ist auch ein schlechtes Trainingsmittel, Aspirin. Also wenn, dann immer Eis drauf, kühlen, gucken, dass man irgendwie schon zu einem Doktor kommt, ja, je nachdem, was da passiert ist, aber lieber einen Tag warten, notfallmäßig wird sowieso nichts operiert, ja, und dann nächsten Tag zu einem Vernünftigen gehen, als wenn man in irgendeine Ambulanz steuert. Das ist wichtig, wenn man ein Röntgenbild braucht, also wenn man denkt, da könnte auch am Knochen was sein, dann ist sowas wichtig, aber ansonsten wird man in einer chirurgischen Ambulanz nicht auf den Doktor treffen, der Richtige für gerade solche großen, ausgedehnten muskulären Verletzungen ist. Ja, bei anderen Sachen ist das sicher sinnvoll. Und wenn irgendein Notfall entsteht, dann muss das auch so sein, dann ist das auch alles richtig. Ja, das leuchtet natürlich ein. Ich hatte das große Glück damals, ja, vielleicht, dass ich in der Tierklinik meinen Trainingspartner trainiert hat und die mich da in diesen Tomografen gesteckt haben. Verkühlen. Ja, ist ja gut. Ja, also locker reingepasst. Ist da nicht ganz so genau, aber es gibt heute auch offene Kernspins, wo dann auch wirklich Schwerathleten gut reinpassen, also die dann einfach offen sind, wo das nicht mehr so geschlossen ist. Da haben ja viele auch einfach Sorge, weil es wirklich echt eng ist. Ja. Und das ist dann echt unangenehm. Aber in aller Regel, zumindest für die groben muskulären Verletzungen, brauche ich keinen Kernspin. Okay. Wenn es natürlich darum geht, ist an der Schulter jetzt an der Rotatorenmanschette was passiert, dann sind das Dinge, wo einfach ein Kernspin schon sinnvoll ist. Ja. Das ist aber auch nicht eine Sache, die gleich morgen behandelt gehört, ja, sondern wo man in Ruhe Zeit hat, dann auch einen Kernspin zu machen. Ja. Aber wo immer es um gerissene Muskeln oder um gerissene Sehnen geht, da ist halt, sagen wir mal, ein gewisser Zeitdruck einfach gegeben. Und da lohnt es sich dann häufig auch, ein paar Kilometer zu fahren und nicht zu glauben, das könnte jeder. Und auch wenn es letztendlich um die Kosmetik geht, viele sagen auch, wenn der lange Bizepskopf nach unten reißt, das braucht man nicht machen, das muss man auch nicht machen. Im Prinzip muss man auch keine gerissene Brust operieren und man muss auch nicht einen Bizeps, der unten reißt, unbedingt operieren. Aber es wird halt immer eine schlechte Funktion geben und ein deutliches Kraftdefizit, was sich dann für den Kraftathleten per se verbietet. Ja? Also gehört das gemacht und dann sollte man schon sehen, dass man bei jemand ist, der da einfach auch was von versteht. Viele kommen einfach, die sind versorgt und fragen nur nach der Nachbehandlung, weil ihnen da keiner eine kompetente Antwort geben kann. Wie sieht denn das aus zum Beispiel, ja, es ist einem vor über einem Jahr eine Schulterverletzung passiert, ja, sag ich, man hat gedacht, dass man das so in den Griff bekommt, ja, sag ich, und stellt dann im Training immer mehr fest, dass die Funktion immer mehr eingeschränkt wird, ja, ja, sag ich, weil man zum Beispiel jetzt auch ein bisschen Muskulatur abgenommen hat, ja, und dadurch ja insgesamt, ja, sag ich, die Muskeln, die praktisch die Funktion übernommen haben, auch nicht mehr die Stärke haben und dadurch, dass die Schulter ja nur über die Muskeln fixiert ist, ja, sag ich, das immer schwerer wird. Ist es möglich, eine Verletzung, die so lange zurückliegt, ja, sag ich, noch erfolgsversprechend zu behandeln? Also möglich ist grundsätzlich alles. Ja. Bei so einer Verletzung hat die aber auch schon ein Doktor wahrscheinlich ganz früh gesagt, dass es eigentlich operiert gehört. Ja. Da hättest du mal besser gleich gehört, dann hättest du dir viel Ärger erspart. Ja. Aber letztendlich ist es so, bei Verletzungen der Rotatorenmanschette kann man das auch wesentlich später machen. Genau wie wenn man einfach wenn man den Zeitpunkt irgendwie überrissen hat, aber wenn einem später erst irgendwann auffällt, dass die Brust gerissen ist und man gar nicht weiß, wie man das jetzt das gerne aber behandelt haben möchte, auch das geht. Auch da sind wir heute bei diesen nicht, also sekundären, also bei diesen zeitweit zurückliegenden Verletzungen. Da können wir heute auch häufig wirklich gute Lösungen anbieten und da noch relativ viel machen. An der Schulter ist noch was ganz Besonderes. Ja.
Da sind halt viele, die zum Doktor gehen, der dann womöglich schnell das Arthroskop zückt und sagt, da ist so eine Enge unterm Schulterdach, da gleitet was nicht richtig. Das sind Dinge, die sind seit über 10 Jahren überholt. Es gibt noch diese Engen unterm Schulterdach, die bringt auch jeder Kraftsportler immer mit, weil einfach die Muskulatur schon dicker ist und dadurch schon eine Enge ist. Aber das ist keine Enge, die Beschwerden per se macht. Und deswegen kann die Antwort nicht sein, dass man da irgendwas erweitern muss, sondern man muss genau gucken, wo kommt es her. Ganz häufig sind beim vorderen Schulterschmerz die Bizepssehne, die Probleme machen kann. Da muss man auch genau wissen, was machen wir mit der Bizepssehne. Dann ist es nicht mit einer Erweiterung des Schulterdachs getan. Das ist eine Fehldiagnose. Und ganz häufig haben wir bei denen, die zum Beispiel beim Bankdrücken mehr Probleme haben im Bereich der vorderen Schulter als beim Nackendrücken, ist es ganz häufig das Schultereckgelenk. Das ist ein ganz kleines Gelenk zwischen Schlüsselbein und Schulterdach. Und da kann man zum Beispiel durch eine einzige Spritze kann man da Wunder schaffen. Ja? Also es ist wirklich unglaublich, was wir da auch einfach in der nicht-operativen Therapie machen können. Da darf man halt keine Angst haben und dann wird da reingespritzt, was für viele manche ein Problem ist, was aber eigentlich immer sehr gut funktioniert. Und ehe man dann wirklich was operiert, da sollte man genau wissen, was ist wirklich das Problem, ja, dass man das auch mit solchen Spritzen dann genau rauskriegt. Wenn das da besser wird, dann kann man davon ausgehen, dass da auch einfach das Problem liegt. Also viele Dinge kann man auch regeln über eine Trainingsumstellung, ja, wie wir das anfangs schon hatten. Wenn einem bestimmte Übungen Schwierigkeiten bereiten, zum Beispiel so eine Volkskrankheit wie der Tennisellenbogen, das ist eine Überlastung der Muskulatur hier. Und ganz häufig haben wir die Erfahrung gemacht, dass es durch Trizepsdrücken mit einer geraden Stange ist. Das ist auch wieder unphysiologisch, weil das Gelenk schon wieder im maximalen Bewegungsanschlag ist. Ja. Sondern da nimmt man einfach eine gekröpfte oder nimmt so noch besser einen Hanfseil. Ja. Genau, so. Damit geht es am allerbesten, weil dann habe ich auch wieder die Koordination noch wesentlich besser drin. Und der Körper kann es sich suchen, wie es ist. Genauso wie, wenn man Bankdrücken immer so macht, die Hand halt immer so hält, dann wird das auch nicht. Es sollte eine gerade Krafteinleitung sein, dann funktioniert das auch. Ja. Und auch vielfach dann einfach wandeln. Manchmal reicht es, wenn man von der geraden Bank weggeht, 10 Grad, 20 Grad Schrägbank macht. Man muss gar nicht auf eine 45 Grad Bank. So wenig. Und einfach mal die Langhantel weglegt, eine Zeit lang Kurzhantel nimmt oder einfach mal das Gewicht ein bisschen variiert. Irgendwas anders macht. Ja. Das bringt häufig auch schon, wo man sehr gut um Verletzungen trainieren kann. Und das Schöne an unserem Sport ist, dass wenn halt eine Sache verletzt ist, dass man trotzdem drumherum trainieren kann. Also wenn jemand kommt, der hat eine schwere Brustverletzung, da müssen wir was operieren, dann kann der trotzdem weiter trainieren. Du kannst die andere Seite trainieren, die nicht verletzte Seite, moderat wohlgemerkt, aber es gibt so einen Transfer, der über das Gehirn gesteuert wird, dass du zumindest hier dann nicht so viel atrophierst. Das heißt, du verlierst nicht so viel Muskelmasse. Du kannst frühzeitig aufs Fahrrad gehen, du kannst moderat ein bisschen Beine trainieren, alles natürlich ohne maximale Körperspannung. Aber da sind halt viele, viele Dinge möglich, die in anderen Sportarten gar nicht möglich sind. Ja, wenn ein Fußballer nicht laufen kann, dann wird es halt schwierig. Ja, kann er nicht laufen. Aber wir können trotzdem irgendwas anderes trainieren und trotzdem auch Spaß beim Training haben und auch weiter im Trainingsprozess drin sein. Ja. Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage, den Trends. Ja, sag ich, da haben wir nämlich ein Thema. Ja, sag ich, ja, Sinn und Unsinn von solchen gesetzten Übungen wie ich kann nur eine Brust entwickeln mit Bankdrücken. Ja, sag ich, was ja vollkommener Schwachsinn ist. Ja, ja ist es. Ja, sag ich, und genau das werden wir dann auch mal unter die Lupe nehmen. Ja, sag ich, weil ich glaube, dass diese Mythen gerade in unserem Sport relativ sich hartnäckig halten. Sehr, sehr langlebig. Ja, sag ich, die sind sehr hartnäckig und sehr langlebig. Ja. Und ich glaube, selbst heute, ja, sag ich, gerade heute, ja, sag ich, wenn ich in diese Fitnessfabriken gehe, ist ja überhaupt gar keine wirkliche fachliche Betreuung da, muss man jetzt mal ganz klar sagen. Ja. Die meisten Leute trainieren einfach drauf hin los. Ja. So, also wo informieren sie sich? Wo informiert man sich heute? Man informiert sich heute im Internet. Ja, sag ich, da steht dann das Bankdrücken, die Top-Übung für die Brust ist. Ja, und ich würde mal sagen, dass zu einem größten mehr als 50% der Leute Bankdrücken, ja, sag ich, nicht mit dem Zielmuskel Brust treffen, ja, sag ich, sondern eher mit dem Zielmuskel sich die Schultern vernichten. Unter Umständen, ja. Noch schlimmer ist es beim Nackendrücken. Ja, ja, Nackendrücken, also das ist ja, aber da muss man auch mal echt sagen, ja, sag ich, selbst wie ich noch aktiv war, hat schon kein Mensch mehr Nackendrücken gemacht, ja, oder Nackenziehen. Ja, sag ich, weil nicht nur, dass diese Übungen Killerübungen sind, ja, das heißt, sie haben noch nicht mal einen Vorteil, dass man sie machen sollte. Ja, das vor allem, was mir jetzt gefallen hat, ist das mit den Killerübungen. Das werde ich mir merken, das ist echt gut, weil es wirklich so ist. Ja, was ist das? Also wenn man sich
Wenn man das ist, wir treiben den Sport, den können wir im besten Falle 80 Jahre machen, wenn wir so alt werden. Ja. Und den können wir auch leistungsmäßig bis ins hohe Alter machen. Aber das geht nur, wenn wir dabei einigermaßen gesund bleiben. Und das funktioniert, wenn man genau diese Killerübungen, da gibt es einige von, einfach rauslässt. Sondern die durch vernünftige Übungen ersetzt und durch ein sinnvolles Training. Und dadurch kann man genauso viel Muskeln aufbauen und genauso hart werden wie mit solchen Killerübungen. Und eine Sache, die ich immer gerne zeige, ist dieses Nackendrücken hinterm Kopf. Ja? Natürlich hat man das Gefühl, eine irre Spannung zu haben. Und, aber, diese aber diese Spannung ist halt Schreien jedes Muskelrezeptors, der sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die Vorspannung ist so hoch, dass der Schultergelenk selber steigt aus dieser Übung aus. Und das ist der die falsch verstandene Spannung, der falsch verstandene Pump, den man dann hat. Ja. Also der Pump ist ein, sagen wir mal, um eine vernünftige Übung auszuwählen, der falsche Weg. Mhm. Sagen wir mal so, ich glaube, dass die meisten Leute, ich meine, man orientiert sich an irgendetwas. Ja. Ich muss ganz klar sagen, mit Sicherheit hätte ich mir ganz viele Verletzungen sparen können, ja, wenn ich das Wissen von heute damals schon gehabt hätte. Ja. Dieses Training, was ich heute mache, ja, sag ich, mit den Athleten, der Periodisierung tut ja darauf zurückgreifen, ja, sag ich, dass es nicht geht, das Ganze ja Vollgas zu trainieren. Und ich habe das selbst herausgefunden, dass es nicht geht, ja, sag ich, mit mehreren Muskelabrissen. Ja. Das haben einige herausgefunden, dass gewisse Sachen nicht gehen. Genauso wie nicht jeder Dorian Yates ist und das Trainingsprinzip von Dorian Yates übernehmen kann. Jeder hat unterschiedliche muskuläre Aufbausituation, jeder hat unterschiedliche Hebel und das muss man einfach respektieren und auch diese Variation der Übungen ist für jeden einfach unterschiedlich. Und wenn du immer ein eingefahrenes System fährst, dann musst du dich nicht wundern, dass irgendwann auch nichts mehr aufbaut. Da musst du einfach mal gewisse Dinge einfach anders machen oder einfach auch andere Übungen, eine Variation, dann funktioniert das Ganze auch wieder. Es gibt keinen goldenen Gral, ja, sag ich, des Trainingssystems. Nein, den gibt es definitiv nicht. Heutzutage sollte man mit Periodisierung trainieren und dadurch immer probieren, eine neue Adaption zu erreichen. Und das, wenn es geht, schlau und ohne Abrisse. Genau, und das ist ja das, was wir, denke ich, letztendlich allen wünschen. Genau. Durch dieses schöne Training oder auch mit diesem wirklich genialen Sport alt zu werden, verletzungsfrei alt zu werden. Was auch wirklich in meinen Augen echt nicht schwierig ist. Ja? Wenn man gewisse Dinge beherzigt. Gut, Pech kann man immer haben, aber wenn man Pech hat, dann gibt es Leute wie mich. Ich wollte gerade sagen, wenn irgendetwas passiert, dann, egal was, ihr seid euch nicht sicher, aber ihr glaubt, es ist was passiert, Dr. Matthias Rötsch, ja, sag ich, der Mann eures Vertrauens, ja, sag ich, er hat mir schon sehr, sehr oft geholfen, ja, auch wenn er mein Trizep versaut hat, aber ich glaube, mein Trizep war im Arsch. Ja. Also der Trizeps ist wirklich sehr gut geworden. Wenn ihr gesehen hättet, der sah aus wie ein aufgeplatzter Igel. Ja, dieser Trizeps, da kann ich gerne mal Bilder von zeigen, dass das überhaupt noch irgendwie geworden ist. Und ich finde, es ist sehr, sehr gut geworden. Auch, ich bin auch dankbar, wenn der Pitt da anderer Meinung ist. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Muskel mitten durchreißt. Es ist auch immer, es gibt auch keinen Athleten, den ich wüsste, aber bei Pitt ist es möglich. Nee, ich muss ganz klar sagen, ich kann dich überall nur empfehlen. Sowohl für Diagnose wie Behandlung. Ja. Sag ich, du bist jemand, ja, sag ich, der auch einem Wettkampfsportler, der wirklich ans Limit geht, genau sagst, ja, sag ich, stopp, alles, was du jetzt hier drüber machst, ja, geht auf eigene Verantwortung. Das finde ich gut, ja, sag ich, weil man kann mit dir auch wirklich... Ich will jetzt nicht Kamikaze aber sagen, ja, sag ich, aber man kann mit dir ans Limit gehen. Und das war etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Ja, vielen Dank. Und das ist auch nach wie vor das, was ich gerne mache. Und wenn solche Verletzungen auftreten, dann helfe ich immer gern. Gerade was so Muskelrisse und was Sehnenrisse angeht, gerade auch was die Schulter angeht. Oder ich bin jetzt nicht der große Meniskuschirurg oder auch der große Wirbelsäulenchirurg. Das sind alles Dinge, die tue ich nicht. Aber da helfe ich immer gern und auch da kann ich, habe ich zumindest eine Meinung zu, die häufig kompetenter als vieles andere ist. Und man muss halt den Weg wählen und ich bin ja jederzeit auch habhaft, entweder über dich oder Rich Rosenheim, da findet man mich eigentlich immer. Und ich freue mich immer, mir macht das mit den Athleten nach wie vor viel Spaß. Ich bin ja seit 20 Jahren da beim DBRV-Verbandsarzt. Ja, seit 20 Jahren mittlerweile. Ich kann mich noch daran erinnern, ja, sag ich, wie du mir am Kampfrichtertisch
diese Sachen mache ich heute nicht mehr, unter anderem auch so Dinger. Ich dachte auch, du platzt gleich, aber das ist auch, glaube ich, eine Story für alle, die dabei waren, die keiner vergessen hat, ja. Ja, ich war schon. Ja, das war gut, der hätte es sehen sollen. Er wurde immer dicker, dicker, der Kopf, ja, die Augen kamen so weit raus. Aber er hat kein Mucksmäuschen gesagt, ja. Ich glaube, wenn er gekonnt hätte, hätte er so losgebrüllt, also, dass du es in der letzten Reihe noch gehört hättest. Der Matthias, ja, sag ich, hat mir in die Patella, ne? Sag ich, am Kampfrichtertisch, sag ich, in der Pause der deutschen Meisterschaft, ja, sag ich, eine Injektion gesetzt, beidseitig. Ja, und hat mir kurz vor der Injektion eröffnet, ich habe die Nadeln zum Injizieren vergessen, wir müssen die zum Aufziehen nehmen, die dicken. Nein, so war es nicht. So war es nicht. Das stimmt nicht. Nein, es ist einfach so, dass wir das mit Vitamin B12 gemacht haben, was einfach schmerzhaft ist. Ja. Und das sind schon dünne Nadeln, die waren auch adäquat. Ja. Ich bin ja kein Viehdoktor. Ja. Nur weil du eins bist manchmal. Ja. Aber nein, also das hatte schon alles, nur die Sachen, die können halt manchmal sehr wehtun. Und deswegen mache ich die Sachen auch nicht mehr am Kampfrichtertisch. Das hat schon alles Sinn und Fug. Ja. Das sind Fehler der Jugend, die macht man heute nicht mehr. Ja, aber war schon, ich habe das sehr geschätzt an dir. Ja, nee, wir haben ja schon viel erlebt. Ja. Ich habe das sehr geschätzt an dir, wirklich. Ja. Okay, also ich denke mal, zur Prävention haben wir eigentlich alles gesagt, was zu sagen gibt. Ja. Hast du noch als Fachmann irgendwas, was du den Leuten noch mal auf den Weg geben willst, als Mahnung oder als Tipp? Nein, ich glaube, alle Mahnungen und alle Tipps haben wir gemacht, haben wir durchgesagt, haben wir, glaube ich, auch mehrfach gesagt, das gefährdetste Gelenk ist immer die Schulter, dann kommt der Ellenbogen, erst dann kommt alles andere, also so Bandscheibenvorfall oder sowas, das sind extrem seltene Dinge, auch große Knieverletzungen, sowas gibt es bei uns alles nicht. Es ist die obere Extremität, die auch immer am meisten trainiert wird, wenn ich gefragt werde, warum haben die so viele Verletzungen der oberen Extremität? Naja, weil das ist das, was trainiert wird, ja. Und das wird wesentlich häufiger trainiert als die untere Extremität, deswegen ist es auch ein Verletzungspooling dort. Und wenn immer einer fragt, warum reißt sich einer was ab, woran liegt das? Na, es ist einmal eine Erkrankung der Kräftigen. Also auch in einer normalen Sprechstunde sind es die Kräftigen, die sich Sehnen und Muskeln abreißen. Und es ist eine Domäne der Männer. Es gibt kaum Sehnenabrisse bei Frauen, ist was extrem selten ist, außer an der Rotatorenmanschette vielleicht, wo sowas häufiger vorkommt. Aber sonst die großen Muskeln, Bizeps, Trizeps und Brust, das sind halt Verletzungen, die auch fast ausschließlich bei Männern vorkommen. Und das ist der Hauptgrund. Das ist immer ein multifaktorielles Geschehen. Es ist ja völlig unklar, warum bei einer Einheit, die du vorher schon hunderte von Malen gemacht hast, warum auf einmal was reißt. Es ist irgendwas, eine Kleinigkeit, die auf einmal anders war. Und es ist immer der Moment, wo einfach ein Muskel zu einer Belastung geführt wird, die er in dem Moment nicht verpacken kann. Und wenn man bedenkt, dass man, wenn man von einem Meter hinunterspringt, also einen Meter, also hier von dem Tisch nach unten, dann ist man bei diesem Sprung immer an der Rissbelastbarkeit der Achillessehne. Und wenn man dann denkt, jeder von euch, wie oft ist man schon mal so eine Stufe hinuntergesprungen und es passiert nichts, dann weiß man, wie viel der Körper wirklich regelt, obwohl man in einer Grenzsituation ist. Und wichtig ist auch immer der Respekt vor dem eigenen Körper. Wenn man den Respekt davor verliert, dann wird es halt schwierig und dann wird man auch mit Verletzungen nie adäquat umgehen können. Und eines muss auch klar sein, wir können nicht zaubern. Medizin bleibt mit Risiken behaftet. Medizin ist auch in diesem im Bereich dieser Verletzungen schwierig und auch da geht nicht immer alles hundertprozentig, aber wenn man viel Erfahrung hat, dann geht halt vielleicht auch vieles einfacher und wenn es auch nur das Erkennen einer bestimmten Verletzung ist, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher und dann nimmt man lieber manchmal den Weg in Kauf, als wenn man sich irgendwie 5 Meinungen dazu anhört. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und dieses Ernstnehmen so einer Verletzung und wenn was passiert ist, da muss man sich auch dran halten. Wenn man sagt, es bedarf einer Ruhestellung, dann kann man nicht glauben, für einen Petrenz sind die Gesetze dieser Sache nicht gegeben. Das ist einfach wichtig, dass man diese Sachen dann auch einhält und diesen Respekt. Es ist immer so, nach einer muskulären Verletzung, nach einer Sehnenverletzung, es braucht 3 Monate, bis so eine Verletzung operiert oder nicht operiert, wirklich ausgeheilt ist. 3 Monate. Also nach 3 Monaten kann man erst wieder in das Training, was man kennt, zurück. Alles andere vorher ist Reha und ist also niemals in einem relevanten Belastungsniveau. Und das muss man halt beherzigen.
Und wenn das klappt, dann funktioniert das auch. Dann gibt es auch zufriedene Patienten und zufriedene Athleten und so soll es sein. Und natürlich auch einen zufriedenen Doktor. Das muss auch sein. Ja, in diesem Sinne vielen, vielen Dank, Matthias. Gerne. Für deine Weisheiten. Ja. Ja, sag ich, und dass du das auch mal der Öffentlichkeit zugänglich machst. Ja. Ich weiß, du machst immer ganz viele Seminare, ja, sag ich, aber auch mal im Internet, ja, sag ich, und vielleicht tun sich ein paar Leute das zu Herzen nehmen, ja, sag ich, und kommen mal auf ein Seminar und tun dem Matthias mal genau zuhören, ja, sag ich, was er da so macht und was er vorschlägt, weil dann kann er noch viel tiefer in das ganze Schema eingehen, weil er meistens irgendwelche Bilder dabei hat, ja, sag ich, und Sachen, wo er es an lebenden Beispielen erklären kann. Dann zeige ich euch mal die Bilder von Pit Trenz, seinem Trizeps, was daraus geworden ist. Das ist sehr, sehr gut geworden. Also, Servus. Okay, bedanken. Gerne.